Herzlich willkommen bei Natürlich Lofke, heute vom Genusshof Glanz in Delingsdorf. Der Hof Glanz ist im Kerngeschäft ein Erdbeerhof und versteht sich auch weiterhin so. Aufbauend darauf gibt es neuerdings das Spargelgeschäft. Der Hof Glanz arbeitet mit zwei Ecken. Einmal hier in Delingsdorf und einmal draußen in Mecklenburg-Vorpommern in wunderbarer, schöner alter Familienlage. In der ganzen Gegend um Bargteheide schießen diese berühmten Erdbeerhüttchen wie Pilze aus dem Boden und aus ihnen heraus werden die Produkte des Hofes verkauft. Frischer Spargel, frische Erdbeeren und was noch dazu ankommt. An einer der wirtschaftlich potentesten Strecken in Schleswig-Holstein, an der B75, hat sich hier eine Oase des Genusses und der Sinnlichkeit entwickelt. Kulinarisches wird von zwei immer berühmter werdenden Köchen hier für Genießende aufbereitet. Inzwischen hat der alte, gut angenommene und gern besuchte Chef de Cuisine Herr Maas Unterstützung bekommen durch einen jungen Spezialitätenkoch, der national und international gekocht und Erfahrung gesammelt hat. Das ist der neue Herr Meier, der uns mit neuen, frisch und originell aufbereiteten Speisen hier überraschen will. Man kann der Familie Glanz nicht unterstellen, dass in diesem inzwischen groß gewordenen Konglomerathof, in dem Boutique, Essen, Restaurant, Weihnachtsmarkt, Frühlingsmarkt, alles Mögliche stattfindet, nur das Geld eine Rolle spielt. Es ist hier erlebbar, dass die Qualität, die hier vom Felde kommt, mag es Erdbeer sein, Spargel oder wie auch immer hier gearbeitet wird, hier direkt vor Ort gut verarbeitet wird und Delingsdorf soll langsam zu einem Zentrum der Lebenskunst und des Lebensgenusses werden. Sukzessiv hat man sich hier vorgearbeitet, hat langsam Stück für Stück den Hof in seinen Modulen erweitert, hat sich Zeit gelassen, um gewissenhaft das zu erzeugen, was wirkliche Entspannung und eine wirkliche Oase ausmacht. Man hat alle Dinge so überdacht, dass man letztlich hier zu einem wunderbaren Erlebnishof kommt. Wir sind äußerst gespannt, was sich die liebe Familie Glanz hier noch einfallen lassen wird für das interessante Dörfchen Delingsdorf, das es ja nun inzwischen geworden ist. In einer Umgebung gegenüber zum Beispiel der berühmte Hof mit der Western-Veranda der Familie Ruge oder den vielen im Ort inzwischen ansässig gewordenen Betrieben, die hier das Dorf zu einem entscheidenden Knotenpunkt vieler wirtschaftlicher Aktivitäten machen. Wir sind gespannt auf die explodierende Wirtschaftsbombe Delingsdorf, ob sie nun ihre Atmosphäre weiter so ausbauen kann wie in den letzten Jahren. Wir erleben hier ein Dorf, das sich nicht in sein Schicksal als bloßes Zubringerstraßendorf für Bargteheide oder Hamburg empfindet. Dieses Dorf begreift die Not und den Sinn der Stunde und macht aus dem starken Durchfahrenwerden eine Tugend, wird lebendig, entwickelt sich und wird somit zum Glanz im doppelten Sinne für die gesamte Umgebung. Wieder einmal erleben wir, wie konzentriert, gewissenhaft und sehr organisiert, zeitgenössisch, attraktiv und aktiv der Stormanner hier in der Umgebung von Bargteheide ist. Wir erleben wieder einen lebendigen, nicht einen klagenden, sondern einen aktiven Menschen. Wir verabschieden uns aus einem sehr gastlichen und freundlichen Dorf in milder Frühlingsluft. Dieses Dorf hat die Not der Durchfahrung zur Tugend gemacht. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal in dieser Atmosphäre und sehen uns wieder bei Natürlich Lofke in alter Qualität.